Ah, guck mal, Bodybuilder. 8 Stunden trainieren, zwei. Ja, das haben wir selber leider noch nicht, dafür haben wir kein Geld. Luisa Hungerhaken muss zur Arbeit. So, und Luisa. Kann ich nichts machen? Doch, da ploppte doch gerade irgendwas auf. So, bei Promis einschmeicheln. So, das können wir mal ein bisschen schneller hier. So, wo ist er? Da ist er. Hm? Denn gerade das Handy weiß ich jetzt gar nicht. Die Hygiene lässt nach. Levelaufstieg, perfekt. Mit Alexa plaudern, okay. Die stinkt aber schon ganz schön. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. My friend. Wir reisen jetzt wieder nach Hause. Nein. Alleine. Ist das aufregend. So, und dann schicken wir ihn duschen. Und dann was essen. Wieso sind jetzt alle beisammen? Ah, okay. So, du gehst dir eine erfrischende Dusche holen. Du, meine Liebe, Mittagessen servieren. Macaroni und Käse. Belay ist schon wieder angespannt. Möchte sich den Tigerfrosch ansehen. Das kann er gerne machen. Er ist auf der Arbeit. Er ist fleißig am Arbeiten. So, hier weiß ich jetzt nicht. Hier können wir mal gucken. In irgendeinem Job. Job suchen. So, Ärgerluft machen. Die beiden verstehen sich ja. Oh, und er ist auch dabei. Igor. Hallo, meine Maus. Meine Maus ist mal gerade ein halbes Jahr alt. Und, so, jetzt müssen wir mal gucken. Wo könnten wir irgendwas mit Sport haben? Nein. 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 Natürlich nichts mit Sport. Ach, EA, echt jetzt? E-Sportler. Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit einem riesigen Gehirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig E-Sportler und Start-up-Unternehmer. Ja, das heißt für ihn kriegen wir auch nichts zusammen. Du kannst in der Zeit hier mal reparieren. Und dann anschließend aufwischen. So, was hast du vor? So, zum Essen rufen.
Die beiden sollen sich aber nicht verstehen. So, wo ist er eigentlich? Hat er eigentlich einen Fisch oder sowas gefangen? Weiß ich gar nicht. Wer bist du denn? Stopp! Leo Jakob. Saskia Tyson. Wo ist der? Ach, der sitzt da. So, und du? Ein Gericht nehmen. Oh. Nee, mit Gute wollen wir jetzt auch nicht plaudern. Perfekt, das ist schon mal gemacht worden. Wenn sie nichts zu tun hat, dann kann sie bitte hier Teile plündern, wegwerfen und aufwischen. So. Eine tobende Meute. Luisa weiß, dass es keine gute Idee war, so spät mit ihrer Comedy-Show zu beginnen. Das Publikum wird unruhig und sie verliert schnell die Kontrolle. Sie kann entweder schreien, um Aufmerksamkeit zu erhalten, oder aufgehen und die Show abbrechen. Ja, sie schreit die an. Oh. Luisa hat gerade eine der wichtigsten Lektionen für Live-Auftritte gelernt. Wenn man wütende Leute anschreit, werden sie nur noch wütender. So, wo befindet sich nochmal der Hinterausgang? Ups. So. Der ist auf der Toilette. Perfekt. Anschließend kannst du hier bitte pflanzen. Mache ich auch immer auf der Toilette essen. Warum auch nicht? Komm, wegwerfen. So, aufräumen. Das weglegen. Tja, die verstehen sich doch anscheinend ganz gut. Das sollt ihr aber nicht. Naja, gut. Was haben wir hier? Fremde Gefahr. Unbehaglicher Kommentar. So, sie, die gute Fee, kann mal mit ihm hier den Tag verschönern, über Weltfrieden reden und kennenlernen. Er, ja, aber auch Bekannter, kann mit ihm über Probleme beschweren. So, und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt hier mal irgendwie so ein bisschen Chaos ist. So, gute Fee. Strum, 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 Garsche, Garsche. Was hat er? Gorba. Quixi. Dazidova. Ihm geht es gut. Er muss das jetzt mal hier verwenden und der Igor säubern. Säubern. Und das hier weglegen. So, mal gucken, ob wir noch so ein Beistelltischchen bekommen. Machen wir dann hier diese Froschgedöns hier. So, die beiden.
Der hat Hunger. Joghurt. Storn of Flame. Essen. Was hat er für ein Bedürfnis? Der hat auch Blasenbedürfnis. Dann verwende das bitte mal. Er fühlt sich echt unwohl. Enttäuschendes Getränk. Okay, der hat irgendwas getrunken, was ihm jetzt nicht so behagt hat. So, und danach machst du hier bitte bewässern. Wir wollen da wissen, was dabei rumkommt. Ja, wir haben leider so weit noch nichts. Wir haben noch keinen Computer, kein Malergedöns und so. Was haben wir ihm eigentlich für einen Beruf gegeben? Noch gar nichts. Dann kann er mal eine Karriere einschlagen. Meister des Unfugs. Dann gucken wir mal. Es sind zu wenig Leute, die arbeiten gehen. Es sind nur 3. Und wir brauchen auf jeden Fall Geld. So, für ihn. Des Unfugs. Des Unfugs. Könnte ja Komiker werden, ne? Des Unfugs. Vorher, er mag keine Kinder. Das heißt, wenn er mit Kindern in Berührung kommt, das ist dann nicht so gut. Autor und Journalist, aber wir haben auch keinen PC. Das ist echt schlecht hier. Wir machen erstmal Entertainer. Gucken wir mal. So, hier für unseren Blümchenpflücker haben wir auch noch nichts. Da gucken wir auch mal nach einem Job. Aber da hat die auch nichts gegeben. Ne? Das sind, glaube ich, nur die Berufe, die jetzt immer wieder... Ja, mehr gibt es leider nicht. Tja, was könnte er dann machen? Er kann dann... Koch und Mixer, ne? So. Koch und Mixer. Oh, sie ist zu Hause. Muss auf Toilette. Und kann dann ein Gericht nehmen. Ah, die beiden scheinen sich hier zu verstehen. Wir brauchen auch unbedingt einen Computer für unseren Meide Sonnenlicht. Sender wechseln. Was haben wir denn hier? Oh, die beiden sind hier schon schwer am... Die beiden hier... Warte mal. Wie steht er denn zu ihr? Ein bisschen besser, ne? Mach ihr mal ein Kompliment. Mehr Auswahl, Romantik. Nein. Ein Anmachspruch. So, die beiden. Sie geht mal zu ihm. Unglaubliche Geschichte erzählen. Romantik. Mutiger Anmachspruch, weil sie ist ja sehr selbstsicher. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob vielleicht da so ein bisschen mal was bei rumkommt.
So, er. Ist am Pen. Das kann er aber bitte hier machen. Da muss er den anderen nicht den Platz für wegnehmen. Jetzt habe ich das leider nicht mitbekommen. Meide Sonnenlicht, braucht Spaß. Aber er muss auch was essen. Und danach kann er mal eine Runde tanzen. Und die beiden scheinen sich ja zu verstehen. Oh, warte mal, ist hier... Oh, guckt mal, da ist so ein rosaner Balken. Mehr Auswahl, Romantik. Komm, flirten wir mal ein bisschen. Warte, jetzt ist das Essen hingestellt. Meide. Gucken wir mal bei den beiden hier. Dann gehen wir mal auf ihn. Er ist kokett. Jemanden umarmen. Hände küssen. Alles klar. Oh, knuddeln. Da bin ich ja mal gespannt. So, und sie? Nachttag fragen. Und was hat er? Ja, da ist noch alles in Ordnung. So, Maida, aber ich hatte dir eigentlich gesagt, dass du, dir so ein Gericht nehmen sollst. So, und du, brauchst Energie. Ah, okay, sie geht schon freiwillig schlafen. Das ist gut. Oh, und die beiden. Das hat sie Techtelmechtel mit jemandem, weil sie kokett ist. Nee, du willst nicht tanzen. Du willst mit ihm... aufreizend posieren. Anmachen. Das kennt man von ihr gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie er darauf reagiert. Meide, du darfst, bitte was essen. Oh, die beiden sitzen nebeneinander. Oh, guck mal. Die zwei. Tief in die Augen schauen. Alles klar. Gnadenlos kitzeln. Da möchte ich aber auch mal gerne. Das möchte ich mal gerne sehen, wie das aussieht. Und dann mach mal diese Schrammelsmusik mal für aus. Boah, guckt euch das mal an, ey. Tuttletom! Wie geil ist das denn? Yes, yes. Nusch, nusch, Ganei. Was können wir denn mit ihm machen? Oh. Ersten Kuss erleben, da bin ich mal gespannt. Machen die das jetzt wirklich? Obwohl, das sind ja Turteltauben, ne? Oh, wie süß. Die zwei. Ooh.
Oh, la la la. So, jetzt sind aber auch fast alle im Bett, bis auf die beiden Turteltäubchen hier. Total geil. Und wir machen aber erst beim nächsten Mal weiter. Ja, liebe Leute, es tut mir leid. Ja, aber mehr als die Hälfte ist im Bettchen. Bis, wie gesagt, auf unsere zwei Turteltäubchen. Aber da werden wir erst beim nächsten Mal weitermachen. Ich sag dann, bis morgen. Tschüss.